So, was haben wir denn noch so auf Tasche? Ah ja, immer noch den Poncho. Okay, und die natürlich die Bücher. Aber wo jetzt der Button gelandet ist, hängt der an uns dran? Nee. Der Button ist nirgendwo. Ah, ja, bla 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 bla. Okay, wir haben den Button, aber ich sehe jetzt nicht. Schade. Wir haben aber noch eine Errungenschaft, eine Erinnerung. Wow, yo. Okay, ich weiß wo. Wer bist du denn? Was machst du denn hier? Roshi. Ich kümmere mich um die Pflanzen. Die Menschen haben sie enorm verbessert. Jetzt brauchen sie nur noch wenig Licht. Ich gebe nur ein wenig Wasser dazu und schau, wie groß sie werden. Das ist wirklich eine erstaunliche Technologie. Okay. Ich erkenne Omas Stil. Sie ist sehr talentiert, weißt du? Okay. Okay. Ich brauche gar nichts. Obwohl, warte mal. Ich würde gerne mal. Okay, der sagt immer dasselbe. Ist der Ball wieder hier? Mist. Ich hätte zu gerne versucht, den Ball da rein zu pfeifern. Das ärgert mich ein bisschen. Vielleicht kriegen wir es ja nachträglich noch hin. Wahrscheinlich nicht, ne? Oh Gott, der rollt ja in die ganz andere Richtung. Und pfeffern. Und nee, das ist keine Chance. Kannst vergessen. Okay. Ich weiß, wo das war. Das war nämlich oben auf dem Dach drauf. Halt! Was steht denn da? Da war gerade irgendwie ein. Ah. Nekopflanzen wachsen im Dunkeln. Du brauchst die Sonne nicht, um die Natur zu genießen. Okay. So, nein, ich wollte hoch. Bitte einmal hoch. So, Moment, hier geht es gar nicht weiter hoch, oder? Nein. Das war Fail. This was the Fail. The Fail. Okay. Dachte, da oben wäre was. Aber wofür wir den Poncho brauchen, weiß ich immer noch nicht. So richtig. Wir haben ja alle einen und ich mag seinen fluoreszierenden Poncho sehr. Das war Elliot. Vielleicht können wir ihm irgendwas Gutes tun mit dem Poncho. Er scheint ja zu zittern irgendwie, ne? Oh, wo hast du den denn gefunden? Er ist fantastisch. Lass ihn mich anprobieren. Oh, was für ein Zufall. Danke für den Poncho. Bitte komm zu mir, wenn du etwas zu reparieren hast. Zu reparieren? Aber jetzt zittert er nicht mehr. Guck mal, ihm ist schön warm und kuschelig. Und ich hatte gehofft, wir können den tragen. Reparieren. Ich habe nichts zu reparieren. Ja. Ich habe es ja gecheckt. Ich wollte runterhüpfen. Hab den falschen Knopf gedrückt. Sorry, Bro. Was zu reparieren? Jetzt bleibt mir nur noch der Typ, der das Ding in den Müll wirft. Der Typ, den wir stolpern lassen können. Wisst ihr, wen ich meine? Das müssen wir nur noch herausfinden. Wie? Wo ist denn der? Ich versuche ihm mal entgegenzugehen. Der kommt ja von hier und geht hier einmal rum. Da ist er. Okay, wir versuchen es nochmal. Ne, geht nicht. Also manchmal fällt er, manchmal nicht. Nee. Okay.
Okay, der hat halt dieses Zahnrad und ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir es brauchen. Diesmal ist er wieder nicht gefallen. Okay. Mau. Es könnte natürlich auch nur sein, dass das irgendwie eine Animation ist. Er legt das jetzt nämlich da rein, ne? Ist er jetzt nicht in der Hand mehr? Und geht. Ich habe das Gefühl, das hat irgendwie eine Bedeutung, aber... Ich steig da nicht hinter. Wenn wir ihm etwas geben, das wir zu reparieren haben. Wir haben nichts gefunden, das wir reparieren können. Oh Mann! Ich will wissen, was und wie. Ja, mein Outfit gefällt mir super, weil ich das nicht tragen konnte. Etwas, das wir reparieren möchten. Ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Wir waren bei Elliot. Tauschhändler haben wir, das haben wir, wir haben alles. Okay, wir gehen mal nach oben zu dem Roboter. Vielleicht kriegen wir bei der Erinnerung was. Ich weiß ja, wo der ist, dieser... Die Erinnerung, die letzte sozusagen, die uns hier in diesem Bereich fehlt. Hier komme ich nicht hoch. Das hatte ich vorhin schon geschaut. Bin ich nochmal hochgekommen? Hier? Hier, ne? Nein. So. Genau. Na. Dahin. Dahin. Jawohl. Na, komm schon. Und hierhin. War der hier? Nee, der war noch weiter. Da oben ist er, glaube ich. Da. Wir müssen darauf. Mhm. So. Na, lass mich hoch. Hier hin. Richtig. Ich hatte den nämlich schon mal von da oben gesehen. Okay. Flump, flump. Und nur ein paar Meter hoch. Eins und zwei. Sehr schön. Und hier ist er. Sieht so aus, als wollte dieser arme Kerl auch zur oberen Ebene. Ja, ich erinnere mich. Die Stadtmitte ist dort oben, weit weg von all dem Müll und dem Siechtum der Slums. Selbst in düsteren Zeiten konnten die Menschen nicht anders, als sich in verschiedene Gesellschaftsklassen aufzuteilen. Damals waren viele Leute aus den Slums bereit, alles zu tun, um nach oben zu ziehen. Anscheinend haben Roboter auch dieses Verhalten übernommen. Sehr gut. Damit haben wir erstmal alle Erinnerungen, glaube ich, aus diesem Gebiet, denn die anderen sind alle, ich sag mal, verschlüsselt. Ja. Nichtsdestotrotz fehlt uns noch, und das möchte ich gerne, dieses eine Teil zum Reparieren. Also wo der Typ sagt, wenn wir es haben, dann können wir das, also wenn wir was zum Reparieren haben, können wir es ihm geben. Ich check halt nur nicht. Ich habe halt echt ich glaube halt echt, dass das der Typ, der das Ding in die Hand nimmt, ist. Aber ich könnte mich auch natürlich komplett irren. Ah, darüber komme ich nicht. Nicht. Ich will mal dieses nicht abgewöhnen, ey. Komme ich nicht. Hm.
Ich weiß, wir eiern hier ganz viel rum und das ist eigentlich voll langweilig fürs Let's Play, aber hey, so spiele ich Spiele und wenn es nicht passt, dann könnt ihr ja spulen. Stört mich nicht. Ich bin ein Mensch, der alles erkunden muss und alles sehen muss und alles auf 100% und ich will jetzt auch keine Tutorials oder ich will das Spiel nicht vorher schon 12-mal durchgespielt haben und dann so tun, als ob ich das Spiel nie gesehen habe. Wisst ihr? Und dann so, oh, ich habe alles auf First Try. Oh, wie konnte ich das denn machen? Oh, ich kenne das ganze LP, das ganze Game auswendig. Das wusste ich aber nicht, dass das so funktioniert. Ja, nee, danke, mach ich nicht. Ah ja, die Lichtkreise hatte der Dude. Dude, vor allem. Le Dude. Also wenn ich jetzt nicht vorher schon bei Momo gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, wir müssen den Transceiver reparieren lassen bei dem. Oder den Sender. Aber, naja, wir kommen halt nicht mehr zurück. Das ist halt das Problem. Wir kommen halt einfach nicht mehr zurück und deswegen ist das ja keine Option. Okay. Ja, Mau. Also ich finde das schon cool, dass wir hier von Dings zu Dings hüpfen können. Von Plattform zu Plattform und es dadurch halt die ganzen Wege durch das ganze Level gibt. Nichtsdestotrotz hänge ich ein bisschen in der Luft gerade. Ich bin der Meinung... Ja doch, ich bin der Meinung, wir haben mit allen geredet. Mit jedem. Mit den einzigen, mit dem wir bisher nicht richtig reden konnten, war der Typ, der hier spazieren geht. Okay. Also wir hatten den Code. Wir haben hier das Waschmittel. Wir haben alles von dem Händler gekauft. Er chillt da einfach. Waren wir hier schon? Surgery 77. Oder 7 von 7. Bitte sei nicht so kindisch. Ich werde dir nicht wehtun. Was? Was? What? That's what she said. Was? Was? Etwas reparieren. Der Händler hatte nichts mehr, oder? Mit dem konnte man jetzt auch nicht mehr nicht so per se reden. Doch. Es tut mir leid, dass ich momentan nichts zum Tauschen habe. Ja gut, okay, wir haben ihn ausgeräubert sozusagen. Die hier finden halt lauter Zeug, aber... Auch nichts, dass die uns überlassen, dass wir reparieren lassen können. Ja, die sagen nur dasselbe. Merkwürdig. Also wir versuchen mal, dass der Typ hier, der hier spazieren geht, wir versuchen ihn mal die Treppe runterzustoßen. Es klingt voll böse, aber vielleicht geht dann ja was kaputt. Vielleicht geht ja dann das kaputt, was er in den Händen trägt. Was ist er denn? Also mir bleibt ja nichts... Also mir fällt nichts anderes ein. Oh, warte mal, wer bist du denn? Wer bist du denn? Rosie, also heute das... Also wenn... Achso, das hatten wir schon. Wenn heute und morgen wird morgen das heute vorgestern... Ja, bla bla. Okay, ja. Okay. Das hatten wir schon, ne? Ja. Ist hier vielleicht noch irgendwas versteckt, weil hier hatten wir uns ja noch nicht umgeguckt so richtig, aber... Der reagiert nicht auf Mauzen. Oh Gott, das ist gerade echt... Echt belastend, so ein bisschen. Ich will das nämlich wissen. Ich sehe, dass man da rein kann in den Raum... Und ich will da rein.
Kommt man vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hier zurück? Ich habe die Befürchtung nicht. Was ist denn der Typ jetzt hier, der hier mal spazieren geht? Was ist denn der? Da ist er. Er hat nichts in der Hand. So, ich muss mal kurz abchecken. So, wenn ich ihn zweimal... Beim ersten Mal fällt er um. Beim ersten Mal stolpert er. Und beim zweiten Mal fällt er ganz um, ne? Immer. Nee. Nee, tatsächlich nicht. Jetzt ist er umgefallen. Ha. Ich bin ein bisschen verwirrt. Robot-Oil. Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt, was wir machen sollen. Und er reagiert halt auch gar nicht auf uns. Oh, Moment, er hat ein kaputtes Bein. Wenn wir das kaputte Bein anvisieren, wenn er läuft, dann stolpert er, ne? Wenn wir das kaputte Bein treffen, dann stolpert er, ne? Hä? Nee, doch nicht. Vielleicht doch. Okay, wir versuchen es mal. Wir warten mal, dass er kommt. Warten mal darauf, dass er sein Tool da holt. Was auch immer es ist, irgendein Zahnrad oder so. Jetzt hat er es wieder in der Hand. Versuchen es jetzt mal, wenn er hier die Treppe runter will. Versuchen sein kaputtes Bein. Alter, das hört sich so mies an, ne? Sein kaputtes Bein zu dingsen. Nee. Nicht. Hä? Wieder nicht gefallen. Okay, wir haben diesmal wirklich nur das dicke Bein, das kaputte Bein getroffen. Jetzt haben wir das gute Bein getroffen. Ich glaube, das ist vollkommen egal und random. Das ist wirklich... I don't know. Es ist wirklich, I don't know. Jetzt redet er wieder mit denen ein halbes Jahr. Winkt intensiv. Und er hat halt dieses Zahnrad in der Hand. Kann uns der Dings von Elliot irgendwas irgendwie helfen? Oh, warte mal. Wir haben ja das Fenster. Wir können ja jetzt durchs Fenster durch. Das macht echt keinen Unterschied. Es ist halt wirklich random, wann er ganz fällt und wann nicht. Vielleicht muss er in den Eimer fallen? Nee. Bleibt hier stehen. Fällt in die Farbe, aber das war's dann auch. Na gut, dann können wir mit dem Cosma reden. Können wir auf seinen Kopf hüpfen oder so? Können wir irgendwie auf ihn drauf hüpfen? Er fällt sehr geräuschvoll auf jeden Fall, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal aufhören. Ich probiere die ganze Zeit rum, aber ich glaube, das führt zu nichts hier. Ich glaube, ich verpasse irgendwas Wichtiges. Ich glaube, ich verpasse hier irgendwas super Wichtiges an der Stelle. Das bringt echt nichts. Ich kann hier an der Tür auch nicht kratzen.
Ist hier auch nicht eine Möglichkeit, irgendwie da reinzukommen? Naja, das hat einfach keinen Sinn. Das hat einfach gar keinen Sinn. Nee, dann lassen wir das. Trotzdem bin ich jetzt ein bisschen verärgert. Ich will wissen, was das mit dem Attention Pedestrian Zone, also hier Fußgängerzone. Oder auch Pfotenzone. Wir gehen nochmal hier rein. Gucken nur, ob. Also Elliot haben wir jetzt den Anzug gegeben, den Poncho für etwas, das er reparieren kann. Nur haben wir nichts, das er reparieren soll. Mal mit ihm reden. Das ist wirklich nett, das ist heutzutage eine seltene Charaktereigenschaft. Wenn du mit mir abhängen willst, bist du immer willkommen. Wir sehen uns. Okay. Gut, das ist jetzt nicht das. Der hat mir jetzt nichts erzählt, was ich gerne gehört hätte. Ich gebe es gleich auf, ne? Ist ein bisschen belastend. Ich weiß ganz genau, wenn wir zu Momo gehen, geht es halt weiter. Okay, er zittert nicht mehr, das ist ja schon mal schön. Aber. Kann man hier, passiert hier noch was? Ich glaube nicht, ne? Nee. Nee, wir haben nichts, was er reparieren kann. Nichts, was man machen kann. Warte mal, wir haben. Den Teppich haben wir noch nicht zerkratzt bei ihm. Vielleicht ist er. Ziert ja irgendwas anderes als sonst. Nein. Oh Mann, das ärgert mich. Ich will das haben, aber ich will jetzt auch nicht weitergehen. Ich bin kurz davor zu googeln, ne? Kommen wir später vielleicht wieder? Die haben ja auch nichts, was man reparieren kann. Was man aufsammeln kann. Ich bin der Meinung, wir waren überall. Ich habe keinen Bock, das Spiel wieder neu zu machen. Weil ich was übersehen habe. Okay, ich bin mal gleich wieder da. Ich google mal eben schnell. Ich will mich hier jetzt mal eigentlich nicht spoilern lassen, aber ich will auch nichts verpassen. Okay, 20 Sekunden. 20 Sekunden googeln hat mir geholfen. Es kommt wohl später in der Hauptstory. Wenn ich das nicht falsch gelesen habe. Okay, ich habe. Ich habe mal kurz geschaut. Ja, 2 Sekunden googeln und es kommt später mit der Hauptquest. Also wir hätten jetzt hier noch stundenlang rumeiern können und wir wären nicht auf das Ergebnis gekommen. Haben aber schon alles dafür vorbereitet. Gut, auf der Hauptmission werden wir dann weitergeleitet. Ich wusste nicht, dass man zurückkommt. Dann würde ich sagen, gehen wir hoch zu Momo und bereiten uns auf den... bereiten uns auf die Weiterreise vor. Das hört sich für mich sehr gut an. Wo geht's hoch? Kommen wir nochmal schnell nach oben. Was war nochmal der schnellste Weg hier, ne? Ja. Ja, sehr gut, sehr schnell. Uff. So, hier einmal. Zapp. Jawohl. Yep. Ich höre schon die ganzen Leute in den Kommentaren. Ich höre die Kommentare gerade. Oh Mann, jetzt geh doch einfach weiter. Oh Mann, das ist voll boring. Oh, der Typ schon wieder. Ja, es tut mir leid, so bin ich halt. Jetzt hau ich Roll. Also, so, eigentlich tut es mir nicht leid, muss ich ehrlich sein. So bin ich halt. Hier hoch, ne? Jawohl.
Moment. Nee, ich bin irgendwo falsch abgebogen, ne? Darüber muss ich, genau. Plumps. So, okay. Jetzt sind wir da. Und jetzt kommen wir auch nicht mehr zurück. Wenn wir ihm die Dinger gegeben haben, geht das Fenster zu. Durch magische Hand. Wie blöd. Aber so ist es halt.